So, hallo und herzlich willkommen hier bei, ja, wie soll ich sagen, ja, Oltes Live, AMA3, Oltes Live und wir versuchen mal in einen Server zu kommen. Und der Server, den kenne ich, der ist von Kult Gaming, das sind YouTube-Leute, die wir kennengelernt haben. Das Mikrofon muss ich auch runter machen. Und ja, ich will mal ein bisschen durch den Server durchgucken und mal schauen, was das so. Wie der Server so ist, weil ich habe da noch nicht. Ich habe schon ein bisschen gespielt, aber bin halt immer noch dabei, so ein bisschen Pflaumen. So, jetzt habe ich Schluck auf. Pflaumen zu pflücken und diesen ganzen anderen Kram, den man machen muss bei Altes Live, den ich noch immer nicht so ganz verstehe. Und jetzt mache ich das einfach mal. Hier, Mikrofon. Das ist das Mikrofon für den Chat im Spiel. Und dann habe ich noch mal. Da fängt es schon an. Okay. So, das sind wir nun. So, es gibt im Moment leider keine Polizisten. Das finde ich schade. Und das bin ich im Moment. Ich habe leider noch nicht viel. Deshalb, ich bin halt noch blutiger Anfänger in dem Spiel. Und ich hoffe, ein paar Leute sind wenigstens in Tscherno. Was ich habe, ist ein Quad. Und ist das sofort da? Ist das Quad sofort? Ne, das ist es nicht. Gehört jemand anderes, aber ich weiß nicht wem. Keine Ahnung. Und ja, jetzt muss ich halt. Ich bin da immer noch so. Ich bin ja der immer erst. Sachen sammelt und Geld sammelt, dass ich dann halt mir später was kaufen kann davon. Und ich habe halt noch nicht so viel Geld, dass ich mir zum Beispiel ein Auto kaufen kann. Das habe ich noch nicht. Das will ich halt erst alles erreichen. Auch Kleidung habe ich mir jetzt auch noch nicht so unbedingt gekauft, weil gedacht habe, okay, mach lieber erstmal deine Sachen, die du, so wie du es machen willst. Und viele würden jetzt sagen natürlich, oh, es ist langweilig, ey, der sammelt nur, Pfirsiche. Aber ich muss halt sagen, ich war halt immer schon der Spieler, der wirklich alles vom Spiel gezeigt hat im Let's Play. Ich habe nie irgendwas rausgeschnitten. Und auch so langweilig die Szene auch ist in dem Spiel. Ich würde jetzt, wenn ich das Let's Play später mal mit Ingmar, wollen wir gerne mal machen, dann, oh. Da ist ein Spieler. Ich hoffe nicht, dass wir dem begegnen. Weil die Leute, die so ein großes Auto haben, die bin ich noch immer nicht. Gibt es Polizisten mittlerweile? Nein. 9 Zivilisten. Polizisten 0, Sanitäter 0, ADAC 0. Das finde ich ein bisschen schade, dass auf den Server von Kult Gaming. Ich kann ja mal sagen, Kult Gaming gibt es auch hier bei Twitch. Gute Streams machen die von CSGO, glaube ich. Hier Arma und DayZ. Und da würde ich einfach mal reinschauen. Und das ist schon schön zu gucken. So, wir sammeln auf jeden Fall ein paar Pfirsiche. Und wir haben da ja schon. Oh, es soll mal Poli. Was ist das? Das soll keiner sehen. Leia. Leider keine Polizisten. Nur ich bin halt auch einer. Ich will mich nicht unbedingt als Polizist anmelden, weil, nee, also, da muss man ja mit anderen Leuten dann im Teamspeak-Server sein, was ich jetzt nicht schlimm fände, aber ich will ja schon dann für mich spielen und nicht, dass ich da immer die ganze Zeit Leute plapper höre. Auch wenn ich es muten kann, aber da bin ich halt mehr der es dann so probiert und, ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt erschossen werden daher. Oh, ich muss mal was trinken. Also, Oltes Live bin ich, wer jetzt zuguckt, noch nicht so weit. Ah. Auf jeden Fall bin ich halt auch nicht unerfahren. Ich weiß halt zum Beispiel nicht genau die Regeln und was ich jetzt genau machen kann in dem Spiel. Ich weiß halt, dass ich Pfirsich pflücken soll. Und, ja, Pfirsiche pflücken und dann halt kann ich mir irgendwas kaufen. Autos, Waffen.
Sowas halt, aber ganz genau weiß ich es jetzt nun auch wieder nicht. So. Wo ist denn hier die Pfirsichplantage? Da ist ein Auto. Hallo. Okay, die sind alle in Kavala hier. Ich habe ja in Kavala gespawnt. Oh, der neue ist falsch geschrieben. Neue, alles groß. Der ist klein. Haha. So. Oh, Pfirsiche. Habe ich sogar drei? Da waren nämlich drei Pfirsiche im Rucksack. Aber ich glaube, man wird als Anfänger hier, wie ich jetzt, wird man nicht so getötet, weil sie sehen, okay, der ist nur Anfänger und das ist ein sozialer Server. Ich hoffe mal, das ist auch so und bleibt auch so. Und nicht, dass der irgendwie. Oh, meine Nase. Oh. So, und ich hoffe mal nicht, dass der irgendwie so voll asozial wird, der Server oder so, dass Leute, okay, das wird es immer geben, Leute, die ein bisschen asozialer sind. Aber ich würde mir schon Polizisten wünschen, weil dann ist die Spannung erstmal richtig da, finde ich. Dann kann ich mich mit denen unterhalten, vielleicht mal zu schnell fahren, einfach mal, das ist ja immer das. So. Und mit dem Preview Stream hat es im Moment noch nicht geklappt. Ich hoffe, der klappt vielleicht bald mal, dass wir mal einen Preview Stream machen. Nur die Technik, die hat, wo wir es machen wollten, hat gespinnt. Oder wie man das auch nennen mag. Und ja, dann war es halt zu kacke. Joa, was gibt's noch? Sonst ist eigentlich, glaube ich, nichts mehr so zu sagen. Nö. Dann ist eigentlich, glaube ich, nichts mehr. So, kann ich noch mehr Pfirsiche pflücken? Oh, ich kann noch mehr Pfirsiche pflücken. Dream. Das wollte ich noch alles ansprechen. Ich weiß es nicht. Das Geile ist, die Leute, wenn mich jetzt jemand überfallen würde, ich habe das voll auf Band, ey. So, ich hatte vorhin einen Stream von Dingsus gemacht, hab gedacht, ich müsste schon los, aber die Uhr ist ja noch gar nicht, meine Uhr geht falsch. Und hab mir gedacht, okay, dann mach Oldest Life jetzt, weil du das sowieso mal ausprobieren wolltest. Ich spiele übrigens auf. Inventar ist voll. Ich spiele übrigens auf der größten Einstellung, die man machen kann, also höchste Grafik, Ultra, also wie man es nennen mag. Und ich finde, sieht's okay, im Stream wird es natürlich jetzt bei uns, weil wir nicht die beste Internetverbindung haben, wird es nicht so knackig aussehen. Aber ich hoffe mal, das kann man trotzdem noch verzeihen. Was das Problem ist, wenn ich jetzt überfallen werde, dann. Wobei, da ist eine Safe Zone, ne? Da können die mir eigentlich nichts. Ey, da kann ich die melden. Ein bisschen habe ich ja Schiss vor den Leuten. Weil einer mit so einem Riesentruck, dann der andere mit so einem Auto. Das ist jetzt gerade nicht mal das Billigste von Berlin. Und ich hoffe mal, dass die mich sozial behandeln werden. Hoffe ich mal. Aber ich glaube, die sehen, ich habe noch nicht viel. Ich bin gerade noch beim Pfirsichpflücken. Da würden die, glaube ich, sehen, ach, der Junge, den brauchen wir nicht überfallen, der hat nichts. Und das meiste Geld habe ich ja eh auf dem Konto. Deshalb, ich nehme auch nie viel Geld mit. Also, jetzt sage ich meine Taktik, ich nehme immer so 1000, 2000, Geld, Euro, Dollar, was auch immer da für eine Währung ist, nehme ich mit. Und das war's dann. So, ich stelle mich mal eben hier hin. Ich muss mal eben das Dings ist hier. Ja. Richtig schreiben. Dann. Das hin. Das hin. So. Und dann sind wir wieder da. Ja. Ich kann ja mal ein bisschen so erzählen. Also. Der Sendungsstream, den wir machen wollten. Wir haben die Technik alles aufgebaut gehabt und haben wir gemerkt, oh Scheiße, es ist asynchron, aber mächtig asynchron gewesen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen herumgefuchtelt. Jetzt geht's wieder. Jetzt können wir wahrscheinlich die Webcam nicht mehr nutzen als zweite Kamera. Ist ein bisschen schade. Aber was soll ich tun, ne? Und das müssen wir halt alles noch so ein bisschen sehr.
Ja, weil wir haben halt eine richtige Kamera, Videokamera, und die müssen wir über die Elgato laufen lassen, weil sie vom PC irgendwie nicht erkannt wird. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Kann ja sein. Och Gott, ey, meine Nase. Ich höre mich ein bisschen verschnupft an, glaube ich. So. Da war ich schon die Kirche. Ach ja. Das ist ein Zivilist? Das ist ein Zivilist, scheiße, Spieler. Ah, ich will aber. Ich würde gerne. Ja, Leute haben. Polizisten in dem Server haben. Aber irgendwie will er es nicht. Nicht schade. So. So, ich bin ein bisschen verschnupft, deshalb hört sich's. Wie viel habe ich jetzt? 1100, was? Das ist aber noch nicht da, das Gehalt. Achso, es wird auf dem Konto überwiesen. Ach, das eine Auto ist aber auch vorbeigefahren. Das ist gar nicht, hat gar nicht hier gehalten. Kavala. Sondern ist hier vorbeigefahren. Das ist doch super. Dann habe ich hier wenigstens meine Ruhe. Und hier ist sowieso eine Safe Zone, da dürfen die mir sowieso nichts anhaben. Jetzt meine Maus schon wieder ausgefallen, oder was? Ne. So, 40. 40. Verkaufen. So, an den Automat. Und dann mache ich 1. 1000 einzahlen. Habe ich noch 2000. Ja, okay, das reicht, falls ein Polizist mal spawnen sollte. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Geld, um eine Strafe zu begleichen, falls eine aufkommt. Was soll ich jetzt machen? Lizenzen brauche ich mir ja nicht kaufen. Ich hole meinen Quad jetzt, glaube ich, raus. Ich glaube, die Stadt ist sicher, dass mir hier keiner meinen Quad klaut. Wer will auch schon Quad klauen? Ich glaube, das macht keiner. So viele Leute sind auch noch nicht da. Ich weiß gar nicht, wo die alle jetzt sind. Also ich spawn immer in Kavala, aber irgendwie sehe ich fast nie Leute hier. Schade. Okay. Ich hole jetzt meinen Quad. Es wird ja auch Abend und bei nachts laufe ich nicht gerne. Das ist so. Da waren aber auch Leute, die habe ich auch nicht mehr gesehen, die mit dem. Oder haben die ausgelockt? Das kann natürlich sein, dass die ausgelockt haben. Jetzt sind schon sieben. Och nö. So. Jetzt sind schon sieben Spieler wieder drauf. Hallöchen. So, sieben Spieler, keine Polizisten. Ich warte ja immer noch darauf, bis Polizisten spawnen. Weil eigentlich finde ich, sollte so ein Server immer mit Polizisten besetzt sein. Ich glaube, es sollte nicht irgendwie Leergang haben. So, das Quadbike abrufen, ne? Schließen. Ah. So. Ja, das ist wieder hier. Nicht da hinten rein. Ich will heute das. Ah, so. So, jetzt Licht an. Ah, okay. Jetzt. Das ist natürlich das, wenn man das nagelneu spielt. Ich habe Arma 3 habe ich schon lange, aber ich habe Dingens noch nicht. Weißt du was? Einfach. Ich habe Altes Life nie gespielt. Ich habe mir Arma 3 gekauft, weil ich gedacht habe, okay, komm, das mache ich Let's Playen jetzt. Aber da ich es alleine spielen muss, weil Ingmar noch keinen Arma 3 hat. Fand ich es natürlich auch schon wieder dann so alleine. Aha. Okay, jetzt bin ich auch im Moment alleine, aber irgendwie weiß arbeiten. Das ist das Problem. Vielleicht schaffen wir auch noch diese Woche noch einen Stream wieder zusammen. Ich hoffe es mal. Wir müssen nämlich noch einen machen. Nämlich Pinewood Dry müssen wir noch spielen. Ich spiele auf dem Server. Welcher Server ist das nochmal? Ich habe mir den aufgeschrieben. Das ist von Monkey irgendwas der Server. Und. Wo habe ich es denn aufgeschrieben? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ist ein neuer Server sogar. Den habe ich bei YouTube entdeckt von Let's Play-Kollegen. Und den teste ich jetzt gerade mal ein bisschen. So. Wie mache ich das? Aussteigen. Aha. Da ich nämlich, ich bin nämlich noch Frischling in Altes Life. Deshalb muss ich das so ein bisschen testen. Wie man sieht, ich pflücke nämlich noch Pfirsiche. Das ist das Problem. Wie heißt der Server? Monkey. Bla bla bla. Ach, da steht er doch. Oh, it's German. Monkeys Live. Echo
Fort Knox. Achso, und dann sind da ADAC, Casino, Sexy Bar. Sexy Bar, gibt's sowas? Jetzt sagt man. Jo, da gibt's eine Sexy Bar. USK 18. Boah, ist das cool. Ah, schön. Ich will aber noch ein paar Pfirsiche sammeln. Denn ich muss ja noch ein bisschen Geld einsacken. So. Ach, Heilige. Wie lange? 40 kann ich mittragen, ne? Das dauert ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Ein Auto? Ja, das bin ich. Ich weiß ja nicht, womit man am meisten Geld verdient. Das ist auch wieder das Problem. Ich glaube, da stand beim Händler so eine Liste. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Aber ich suche immer mal Leute. Ich suche aber. Hört sich zwar ein bisschen bescheuert an. Leute, wo ich schon mal ein Video oder so gesehen habe, meistens. Weil, muss ja auch gucken, ob ich mit dem Spieler klarkomme. Weil ich hatte das schon mal gemacht, dass ich mit jemandem gespielt habe und mit dem bin ich gar nicht klargekommen. Das ist immer das Problem. Da weiß ich halt nie so. Weil ich hatte mal so einen richtigen Assi dabei. Also jetzt nicht hier im Livestream, sondern so gezockt. Und das war dann so blöd, den habe ich sogar bei Steam wieder aus der Freundesliste gelöscht, weil der mir sowas von blöd kam. Und das ist halt immer die Sache. So. Aber wie viele Stunden? 463 Spielstunden in Altes Life? Boah, was hast du denn alles gemacht? Kann ich mir gar nicht vorstellen, so viel. Vielleicht hatte ich ja noch nicht mal in Skyrim gespielt. Bin da ja auch erst noch bei 50 oder 60 Spielstunden. So, kann ich jetzt noch irgendwie hier. So. Gucken. Habe ich da irgendwie 40. Ja, jetzt kann ich doch, glaube ich, eh keine mehr aufsammeln. Aufmachen. Dann jetzt schließe ich wieder zu. Ich frage mich, wo die ganzen Polizisten rumhocken. Weil es gibt hier im Moment keinen auf dem Server und ich will gerne mal einen Polizist treffen. Weil wenn hier keine sind, dann kann ich auch Gas geben erstmal. Nur das Autofahren fällt mir noch ein bisschen schwer, dass das. So, jetzt muss ich gerade mal. Ach so, auf mehreren Servern auch. Okay. Ja, ich versuche hier so ein bisschen, falls mir das. Oh, jetzt ruckelt's gerade. Falls mir das so ein bisschen gefällt, weil ich spiele das ja jetzt zum ersten Mal, versuche ich immer auf dem Server hier zu bleiben, weil ich halt die Leute kenne, die das so ein bisschen mit betreiben. Und ja. Ich kann mein Quad, wie ich es reinpacken. Oh, das ist jetzt natürlich. Das wusste ich natürlich auch wieder nicht. Das siehst du mal, da kann man dann halt nicht wissen, wenn man gerade neu anfängt, dass man sowas machen kann. Ist da ein Kofferraum dann dabei, scheint so, ne? Dann ist ein Kofferraum bei. Ich fahre jetzt erstmal die Pfirsiche weg hier bringen. So. Da steht noch ein Quad, aber irgendwie frage ich mich, wen das gehört. So. Oh ne, nicht das Radio. Das Ding hat ein Radio. Licht aus. Und aussteigen. Jetzt T, T, T. Ach. Das ist ja geil. Ja, cool, gut zu wissen. Das ist ja echt gut zu wissen. Wow. Dankeschön für den Tipp. Also sowas hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt, wenn Polizist hier auf den Server gegeben hätte, dann hätte ich jetzt auch nachgefragt. Aber irgendwie gibt es ja hier nur keine. So. 40. 40 verkaufen. Ach, hier steht Altes Markt. Bier. 300. Aha. Holzkohle. Saphirkristalle, 4568 würde das geben. Okay. Fragt sich nur, was man da alles machen kann. Was heißt eigentlich Bauhaus? Was haben die denn hier mit Bauhaus gemacht? Uhr, Karte, Kompass, habe ich doch, oder nicht? Eine Karte habe ich, eine Uhr habe ich auch. Und Kompass habe ich auch. Verbandskasten habe ich, Werkzeugkasten habe ich. Okay.
Landinventar. Achso, dein Inventar kann ich dann auch noch gucken. Oh, das ist schön, dass man neuen Leuten hilft. Da sind ja nicht alle so hilfsbereit. Ich hatte auch schon bei anderen Spielen Leute, die haben das dann schön ausgenutzt und haben einen dann selber überfallen. Oh, was mache ich denn hier? Also, das ist immer gut, dass dann Leute helfen, auch ein bisschen. Alter, bin ich jetzt zu blöd? Oh, ich bin zu blöd zum Kacken. Was ist denn jetzt los? So. Warte mal, jetzt ist offen. Ich bin zu blöd zum Kacken. Nee, weil es gibt nicht viele Leute, die immer anderen helfen. Das ist das Problem. Viele nutzen das ja auch dann gerne mal aus. Und ärgern dann die anderen. Oder nehmen den halt dann die Sachen weg. Oder töten die dann. Oder weiß nicht was. Ich hatte es auch schon mal, dass ich dann Leuten geholfen habe. Also die haben mir anscheinend geholfen. Und dann wurde ich hinterher umgebracht. Doch, aus irgendeinem Grund, vielleicht wollten die Ausrüstung haben, keine Ahnung, hatten einfach Bock. Jetzt nicht in dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wo drin das jetzt war. Aber das ist es halt schon wieder. Da hat man Mitspieler, man weiß nicht, wie die sind. Und ja, und dann töten die einen. Ist dann auch immer. Da ärgert man sich natürlich auch doof und denkt erstmal, oh cool, oh Licht. Und oh cool, da sind nette Leute. Aber irgendwie geht das doch nicht. Oh mein Gott. So. Frag mich nur, wie die die ganzen Kosten hier gemacht haben bei Old is Life. Ich weiß es nicht. Jetzt versuchen Leute hier zu verbinden. So. Da ist er wieder. Ach, nicht immer das Radio an. Ich will keine Musik hören. Aussteigen und zumachen. Also könnte ich jetzt die Pfirsiche erstmal so aufsammeln, dann in den Kofferraum packen oder wieder Pfirsiche aufsammeln. Das ist natürlich ein Tipp, den hätte man auch vorher wissen sollen. Ich trinke nochmal was. So. Oh, mein Mund ist so arschtrocken. Alter Lachs, ist mein Mund trocken. Ach du Heiliger. So. Jetzt gucken wir dann mal, wie viel wir da reinpacken können. Wie viel passt denn ins Quad rein? Das ist auch eine gute Frage. So. Es war ein bisschen langweilig, aber ich habe schon vorhin gesagt, ich mache immer Let's Plays, würde ich das zum Beispiel jetzt auch nicht rausschneiden, was viele andere Let's Player ganz oft machen, dass sie einfach die Szene rausschneiden und das finde ich nicht schön, weil ich finde immer beim Let's Play sollte man das ganze Spiel zeigen, so wie es ist und nicht dann sagen, ach, oh, der pflückt ja nur Pflaumen und das schneide ich jetzt raus. Ich könnte es jetzt sowieso hier nicht rausschneiden. Und ja. Mach ich so. Alter, ist mein Mund trocken jetzt. So. Das ist jetzt natürlich immer. Wie viel habe ich denn jetzt? Ah, der flippt noch, glaube ich, der. Oder? 24. Ah, da passt noch was. Da passt noch was. Schließen. So. So, Restart in 30 Minuten. Ey, dann fängt man gerade an. Oh, jetzt. Jetzt fängt der Schnupfen an. Das ist natürlich klasse. Oh, in 30 Minuten. Jetzt muss ich natürlich auf die Uhr achten, dass ich nicht hier gleich rausgeworfen werde. Muss man vorher speichern? Kannst du mir das mal sagen? Ob man vor so einem Server-Restart speichern muss? Weil das wäre jetzt echt cool zu wissen. Nicht, dass ich jetzt gleich hier den Server-Restart habe und dann aus die Maus habe ich die Sachen, die ich alle nicht mehr habe. So, warte mal. U. T. So. Wie viel sind das? 36 nur. Ah, ich hätte jetzt auch ein bisschen. Ah. Und jetzt kann ich nur mal welche im Rucksack packen. Weil wenn jetzt gleich der Server-Restart ist, ich will jetzt nicht, dass meine ganzen, das gut verdiente Geld, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit verdient habe, dass das dann weg ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin halt auch immer noch bei Twitch so zu gucken, welches Spiel ich unbedingt spielen will, weil ich habe im Moment noch, ist am besten, wenn man es macht. Gut, Dankeschön. Das ist gut zu wissen, dass man speichern soll. Ich bin nämlich noch immer so am Schauen, welche Spiele man so bei Twitch gut spielen kann. Im Moment habe ich ja Pinewood Rye mit meinem Bruder. Aber
ist halt das Blöde, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich glaube nicht mehr so lange. Und das ist halt auch nur ein Spiel. Das ist jetzt nicht so eins, was ich lange spielen kann, weil es nach der Story zu Ende ist. Und da suche ich halt immer noch Spiele. Ich habe schon mit Counter-Strike versucht. Ich hab's mit Crysis versucht. Ich hab's mit. Oh, mit was habe ich versucht noch? Ah ja, was? Hier, Cryo 4 habe ich auch noch versucht, aber ich fand das halt. Oh. Ich bin nicht so der Horror. Ich mag Horrorspiele, aber ich finde es halt kacke, die alleine zu spielen. Ich hatte, wo ich das mal gestreamt habe, hat die Tür geknackt und ich habe mich erschrocken wie so eine Wildsau. Also da bin ich halt immer vorsichtig. Das ist es halt. So, wie viel muss ich denn noch pflücken? So, noch einmal. Drei Pfirsiche pflückt er immer. Okay. Dann könnte ich mir eigentlich auch ausrechnen. 33 habe ich. Ist Ulte super dafür? Weil, ja, ich weiß halt nie, wie das so. Das muss ja auch ankommen, sage ich mal, ein bisschen, ne? Und, aber wenn du jetzt sagst, Ulte ist es eigentlich super dafür, für so einen Twitch-Stream. Es macht ja auch Spaß, das ist es ja. Dann würde ich es auch längere Zeit machen. Weil, ich will halt gerne. YouTube ist zwar. Man macht die Videos. Ne? Wir machen halt die Videos ganz doll und nur irgendwann will man sich auch ein bisschen steigern und ein bisschen eine andere, oh Inventar ist voll, ein bisschen einen anderen Ablauf haben. Und deshalb suche ich im Moment Sachen, Spiele, die ich so im Twitch-Stream mache, die dann aber auch Spaß machen. Und das soll halt nicht langweilig sein. Puh, ich red mich hier im Kopf um gerade. So, Polizisten sind noch immer nicht da, schade. Das ist natürlich blöd. So, jetzt muss ich aber gleich zum Laden gehen und die Pfirsiche in meinem Rucksack verkaufen. Dann wieder zum Quad. Und dann wieder. Hallo. Ja, da hat er gehupt. Schön. Der sucht bestimmt jetzt auch Pfirsiche. Oder das ist der Typ mit dem Quad. Der den noch am Marktplatz da stehen hat. Sechs Zivilisten, du. Och, das gibt's nicht. Ich werde auch immer nur krank von der Arbeit, das gibt's nicht. So, hier ist zwar 30, ist mir jetzt aber scheißegal, die Polizisten sind eh nicht hier. Außer die können mich trotzdem irgendwie kicken. Ja, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geachtet. Wenn jetzt gleich 30 Minuten rum sind, dann ist weg. Aus die Maus. Oh ne, das Quatsch steht noch immer da. Boah, das ist ja super. Aber das ist an. Das sieht an aus. So, aussteigen. Noch nicht schon wieder das Radio. Aussteigen. So, zumachen. Und erstmal die Pfirsiche hier verkaufen. Ich habe es auch schon gedacht, ob ich DayZ mache. Aber DayZ haben wir im Moment ja bei YouTube als Let's Play. Das ist es. Da will ich nicht noch unbedingt das als Stream haben. Dann nicht 49, 40. Und ich gucke halt auch immer, was ich so. Was wir als im Moment auf dem Kanal als Let's Play haben und was im Stream machen können. Und DayZ haben wir halt im Moment. So, jetzt 36 nehmen. Please. Was? Habe ich die doch? Wie nehme ich die denn jetzt? Aus dem Kofferraum. Wie nehme ich denn jetzt die das Gegenstände aus dem Kofferraum? Ey, das gibt's nicht. Ah ne, Spielerinventar. Ich hab's schon im Inventar. Ich bin doch blöd. So, abschließen. Ich hab's doch im Inventar, da stand noch Spielerinventar drauf. Ja, ne, DayZ. Let's Play. DayZ, Let's Play. Was haben wir noch als Let's Play? Titanfall habe ich auch erst gedacht, aber habe ich auch als Let's Play im Moment mit meinem Bruder. Was gibt's noch? Was haben wir noch? Ja, das war's eigentlich so mit diesen Multiplayer-Sachen. So, ich behalte aber. Wie mache ich das jetzt?
Einzahlen. So. So, wie viel habe ich jetzt noch auf dem Konto? 2000. Das reicht erstmal, falls mich ein Polizist anhalten sollte, die hier aber nicht auf dem Server sind. Dann ist es natürlich gut. So, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geachtet. Wann ist, oder kann ich jetzt schon mal speichern? Kann ich jetzt schon mal speichern? Ist dann irgendwie gut alles oder? Infos bei ASS. Ach, guck, der fängt aber auch gut neu an. Oder? Nö, der hat einen größeren Rucksack. Was geht? So, Alter Security Service. Infos bei AS. Es gibt eine Homepage hiervon, das weiß ich. Die haben eine Homepage. AMA3 Server. So. Ja, soll ich nochmal eine Runde Pfirsich machen? Oder, man kann alle 5 Minuten speichern. Hallo? Ja. Super. Weißt du was? Ah, nicht. Nein, das nicht. Set. Dann speichere ich jetzt schon mal. Weil dann habe ich wenigstens ein bisschen gespeichert. Dann, ist das, glaube ich, gut. So. Muss ich jetzt auch 20 Sekunden warten, bis zu 20 Sekunden vor dem Verbindungsabbruch. Aber ich will ja noch gar nicht die Verbindung. Aber wenn ich jetzt aber losfahre und neue Pfirsiche hole und dann wieder. Ist mir jetzt egal. So. Das Quad ist auch noch an. Ach ja. So, dann geht's mal wieder los. Gut, speichern kann man auch so. Da habe ich wieder was dazugelernt. Also alle 5 Minuten kann man speichern. Muss ich mir auch alles merken. Dass ich, wenn ich beim nächsten Mal, dass ich nicht schon wieder rumfragen muss. So, dann fahren wir einfach mal. Oh, Licht an. Ich bin ein sozialer Fahrer. Wo sind denn die alle? Das sind Leute auf dem Server, aber die sind irgendwo nicht. Wo ist denn am meisten was los auf in Oltes, auf Oltes? Hier in Kavala oder ist irgendwie woanders eine Gegend, wo die alle rumhocken und sich bekriegen oder so, was die auch immer machen? So, wie weit muss ich denn jetzt fahren? Ausbilder Schmidt, den kenne ich, den kenne ich. Ausbilder Schmidt, der ist. Ist Stammkunde hier. Du hast mich. Warst du das gerade? Ja, der mich da angeguckt hat. Natürlich super. So, aussteigen. Wobei, theoretisch hast du mich ja dann gefunden. Also bist du das? Also spielst du gleichzeitig das? Was hast du für eine Internetverbindung? So eine gute Verbindung hätte ich jetzt nicht, dass ich den Stream gucken kann und gleichzeitig Oltes im Internet auch spielen kann. Das habe ich nun wieder nicht. So, erstmal wieder ein paar Pfirsiche pflücken. Achso, das ist immer unterschiedlich, okay. Aber ist, glaube ich, die meisten Leute holen doch, glaube ich, bestimmt Drogen oder so, oder? Das ist doch jetzt nicht so, dass die wirklich alle sozial Äpfel pflücken oder was gibt's noch, Holzfällen oder was man auch immer machen kann. Die machen doch alle Drogen hier mit Fröschen und all dem Quark, was da alles gibt, oder? Aha. So. Oh, was ist denn jetzt mit meinem Hals los? Das gibt's nicht, echt nicht. Gott. Ich habe auch noch einen kleinen Rucksack. Ich glaube, ich könnte mir auch einen größeren Rucksack mal kaufen.
Wobei im Moment für meine Zwecke reicht es ja noch, das ist ja das Gute. Also das warst du. Ah, guck mal einen an. So. Ich weiß nicht, ich habe natürlich Old is Life, habe ich mal bei größeren Let's Playern geguckt, wie für Pete's Meat so 3, 4 Folgen. Aber ich habe es nie verstanden, so richtig, das Spiel. Also, man kann wirklich in dem Spiel alles theoretisch machen, oder wie? Aber man kann halt wirklich sagen, ich will Verbrecher werden, kauft sich eine Waffe und dann schießt man Leute ab, oder wie? Dann Quatsch, ja. So. Ein paar Pfirsiche pflanzen. Aber das bist du. Das ist natürlich cool. Dein Inventar ist voll. Das ist natürlich scheiße wieder. UT 40 lagern. Schließen. Ah, okay. Bist du auch noch am Pfirsich pflücken oder ist das jetzt nur, weil du einen neuen Server hast? Also, weil du jetzt das erste Mal da drauf bist. Wie ist das, wenn ich jetzt den Server wechseln würde? Nachher, vielleicht. Kommt drauf an. Oder ich warte halt, bis der Server wieder gestartet ist und gehe wieder drauf, weil, wie gesagt, ich will keinen neuen Server öffnen. Ist dann, wenn ich einen neuen Server gemacht habe, auf einen neuen Server gegangen bin, sind dann alle meine Sachen wieder weg? Und muss ich von neu anfangen oder sind die wieder da? Das ist auch gut. So. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay. Mr. Bacon, den kenne ich auch. Der jetzt gerade connected, aber ist auch wieder kein Polizist. Mr. Bacon und Ausbilder Schmidt, die sind immer hier auf dem Server drauf. Das ist gut. Aber ich weiß auch noch nicht, was da für Leute sind. So. Im Moment macht der auch Pete's Meat, glaube ich, auch einen Stream. Hab ich mir angeguckt, wollte ich aber nicht gucken. So. Ach, diese blöden Pfirsiche. Nochmal ein paar Pfirsiche. Oh, ich hoffe nicht, dass ich krank werde. Wenn ich wechsle, müsste ich neu. Das ist auch scheiße eigentlich, oder nicht? Wenn ich wechseln würde. Das ist ja genauso wie jetzt, wenn ich bei DayZ einen Server wechsle, hätte mich voll ausgerüstet. Hab alles neu. Das ist doch Kacke. Finde ich selber. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, neu anzufangen. Nur wegen neuen Server. In 15 Minuten. Ah, die machen Warnung. Das ist gut. 15 Minuten. So. Inventar ist voll. Als Fahrer einsteigen. So. Oh. Oh. Was ist denn jetzt los? Hä? Wieso hat der so stark nach rechts gelenkt? Ja, ne, das ist Kacke, wenn man einen neuen Server macht. Also, ich würde nicht unbedingt dann gerne, ja, sag ich mal, mir ein dickes, fettes Auto kaufen und mir dann eine dicke Wumme holen da, so eine Waffe oder so. Und dann auf einmal ist der Server, weil ich den wechseln muss, sind die Sachen weg. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt gleich da angekommen bin, muss ich mal eben nochmal weg von der Kamera. Ach, ist das herrlich. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Das auch nur dieses Pfirsichpflücken macht Spaß. Das ist ja das Coole. Hätte ich nicht gedacht. Aber sucht die ganze Zeit jemand auf den Server zu kommen, oder wird die ganze Zeit gekickt. Ja, so.
Wo war ich gerade? Ich war jetzt gerade bei dem Yannick, der da immer verbindet und wieder gekickt wird. Sind aber nicht die Leute, die ich kenne, die den Server mit betreiben. Ah ne, jetzt muss ich mal eben hier nochmal weg von der Kamera. So. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Aufli. Oh, schon wieder das Radio. So, aussteigen, Licht aus. Machen. Da kommst du wieder, ne? Da kommt er wieder. Hallo. Natürlich ist bei dir jetzt alles verzögert, ne? Ein bisschen. Aber. Danke für den Einkauf. Auf Wiedersehen. Auch cool mit den Safe Zones, dass man hier nicht kriminelle Sachen machen muss oder kann oder nicht darf. Es ist auch 40 vier sicher. Verkaufen. Achso, erstmal noch diese Pfirsiche. Ich habe ja noch mehr da im Inventar. So, meine Verbindung bricht auch jetzt gleich immer wieder ab. Das ist doof. Tee. Nehme ich mir die auch noch. Aber man kann schon mit Pfirsiche Geld verdienen. Das ist natürlich ein Vorteil. So. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal eine Warnung, bis der Server restartet ist. 40 kaufen. Jetzt gehe ich wieder in den Automaten. Oh, 7000. Nein. Eins sein. 49.000. Wow, geil. Und jetzt speichere ich nochmal, vorsichtshalber. Z. Da. So. Also wenn du willst, kannst du. Ja, wie macht man das? Also ich werde auf jeden Fall dann wirklich Altes Live noch streamen. Auch ich weiß nicht wann dann immer. Aber wenn du willst, wie kann man das machen? Entweder du schickst mir bei Steam eine Freundschaftsanfrage. Kannst ja bestimmt irgendwie. Und dann nehme ich es an, dann siehst du immer, wann ich auf dem Server bin, sag ich mal hier bei Arma 3. Manchmal bin ich auch ohne Twitch auf dem Server. Oder. Ja, wie macht man das am besten? Keine Ahnung. Wenn du Lust hast, natürlich. Das ist auch immer die Frage, ob du Lust hast. Da wird man ja sehen. Vielleicht kann man dann mal richtig miteinander zocken. Das ist halt immer eine Frage. Wie gesagt. Also nur wenn du. So, dann fahren wir nochmal eine Runde. Muss man hier auf Stoppschild achten? Ach, weißt du was? Keine Polizei, eh nicht da. Ja, wie macht man das am besten? Entweder so oder hier auf Twitch machst du einen Follower. Ich glaube, dann kriegst du nämlich eine E-Mail. Denke ich mal, dass du siehst, dass ich Altes Live zocke. Aber wenn du Altes Live, dann kann. Weil ich werde auf jeden Fall dann immer auf diesen Server bleiben. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, keinen Server wechseln. Wie gesagt, das ist ein Server, den von Leuten, die wir kennen. Und das ist jetzt erstmal heute natürlich so. Ja, ich teste den Server mal aus, wie der ist. Aber ich glaube, ich bleibe auf dem dann drauf. Zwar ist hier wenig los, aber ist, glaube ich, auch für mich, der jetzt gerade neu anfängt, ein bisschen besser. Und abends kommen meistens eigentlich auch die Leute dazu. Also das ist nie leer, der Server. Deshalb, also, das, ja, muss man gucken, wie wir das machen. So, da ist es wieder. Lupp. Oh, nicht das Radio. So, da pflücken wir mal mit dem Papiersiche. Aber wie gesagt, also, das ist kein Problem. Da bin ich ja immer offen mit. Nur halt dieses sofort mitzocken. Okay. Also, das ist halt, aber also wenn du Lust hast, natürlich ist das immer so.
Das würde ich auch, glaube ich, zu jedem sagen. Natürlich dieses sofort richtig mitzocken mit Sprache. Ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst, dass wir miteinander richtig reden über, sag ich mal, Teamspeak oder so. Oder Skype. Wie gesagt, das mache ich halt nie so sofort auf Anfrage. Wegen halt, es gibt Leute, die sind dann so ein bisschen assiger drauf. Und da ist natürlich dann immer, man muss miteinander, finde ich, Spaß haben. Und wenn das nicht ist, dann ist es halt leider so. Habe ich schon ganz oft bemerkt. Wir haben auch ein Community-TS hier. Modified Data. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar Pfirsiche sammeln. Und dann ist ja gleich der Server restart. Und dann muss ich, glaube ich, erstmal aufhören. Und dann mal gucken, ob der sofort online ist, wieder der Server. Oder ob ich. Ja, wechseln will ich ungern, ehrlich gesagt. Aber mein Server Restart sind ja nicht die Sachen weg, das ist das Gute. So, ich muss mal eben. So. Ups. Ich habe gerade mal eben bei Twitch was geguckt. So. Gehaltscheck in Höhe. Diese Gehaltschecks immer. Ja, auf jeden Fall, mir macht es auf jeden Fall ganz viel Spaß. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass auch schon allein dieses Pflaumenpflücken Spaß macht. Okay, ich mache es auch im Stream. Ich glaube, wenn ich es aufnehmen würde, würde es ein bisschen anders sein. Ich denke mal so. Oh, Dankeschön für den Follow. Naja, dann siehst du ja immer vielleicht auch, wann ich online bin und so, und dann kannst du halt einfach auf den, wenn ich halt Stream mache oder so, oder auch so, wenn ich online bin. Der Server Reset dauert meistens 3 Minuten. Natürlich gut, dann könnte ich während der Zeit Pause machen oder ich mache dann halt morgen weiter. Ah ne, morgen muss ich so viel aufnehmen. Oh. Morgen wird nämlich Aufnahmesessions mit Aufnahmesessions gemacht. Ich muss noch Titanfall mit meinem Bruder aufnehmen für YouTube, dann muss ich noch aufnehmen. DayZ müssen wir ganz dringend aufnehmen, weil morgen kommt zum Beispiel keine Folge. Was noch? Live? Ja, das müssen wir gucken. Wir wollen morgen den Livestream mit Pineview Drive zu Ende bringen, weil ich glaube, wir sind dann durch. Und dann kommt. Ja, danach die Tage könnte ich mal wieder gucken, dann, ob ich dann wieder einen Stream mache. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall dann noch einen Stream machen wieder und mehrere. Weil ich glaube, das ist ein Spiel, was ich wirklich öfter machen kann. Und das wird mir auch für längere Zeit, glaube ich, Spaß machen. Nicht so wie, sag ich mal, Counter-Strike, wo ich dann dran sitze und irgendwann denke, scheiße, sind die Leute hier so gut und ich komme da gar nicht gegen an. Das macht ja dann auch irgendwann keinen Spaß. Und deshalb, also, da kannst du einfach, wenn du siehst, sag ich mal. Ach, der ist gerade mit Old is Live online. Dann komm einfach auf den Server. Das ist kein Problem. In 5 Minuten. In 5 Minuten, weißt du was? Ich weiß zwar nicht, wie die Zeit hier ist. So. So. Oder auch so, wenn ich, sag ich mal, irgendein Spiel spiele, das online geht, wo andere Leute drauf joinen können und du hast das Spiel und willst das gerade spielen, sag ich mal. Dann komm einfach drauf, sag mir dann im Chat da Bescheid, hier, ich bin da. Und dann machen wir dann halt zusammen. Weiß nicht, jetzt angenommen, ich würde jetzt Minecraft spielen mal wieder. Wo ich im Moment sowieso keinen Bock drauf habe. Dann komm einfach, ich sag ja auch meistens dann, wenn die Server an, wollte ich eigentlich so machen, wenn ich es nicht gerade vergesse. Und dann, ja, dann komm einfach drauf, schreib mir Bescheid und dann. Machen wir das so, dann spielen wir zusammen ruhig, das ist kein Problem. Nur halt mit Sprache ist meistens noch so ein bisschen. Bin ich halt vorsichtig mit. So, da bin ich jetzt gleich da, ne? Jupp. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Hallo? Bitte nicht die ganzen Wodka weg, weil letztens war leer im Supermarkt von Wodka und wir trinken gerne Wodka.
Und letztens ist jemand bei uns im Haus noch eingebrochen und hat Wodka geklaut. Das müssen wir uns da noch rächen. Ja, und deshalb auch die zwei großen Gefährte da. Wie bitte wiederhole? Ja, die großen Fahrzeuge da vorne, die... Ja, was war das? Irgendwas mit I, ich komm da gerade nicht drauf, auf den Namen. Ifrit. Ah, der Ifrit. Standing by. Ist der ja, wir brauchen große Auto für viel Schnaps. Ja, für den Wodka. Passt der denn da auch alles rein? Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich glaube, ich brauche Wodka. Zum Einschlafen von Mama. Du hast ein Problem. Wir helfen dir. Du musst nur sagen und anmelden uns. Wow. Okay. Okay. Ich glaube, ich werde erstmal hier friedlich rumgehen. Ich glaube, ich werde keine Probleme haben eigentlich. Erstmal. Ja, aber wir sagen ja nur, falls Polizei ein bisschen Stress macht bei illegale Schnapsbrennerei, was du natürlich für uns machst, damit wir mehr kaufen können, Wodka und wir können dir helfen tun bei Polizei. Wenn Polizei meint, dich anzugreifen, du sagst ihnen, die sollen dich freilassen, sonst kommen wir zu Hilfe. Ja. Yo, das hört sich gut an. Yeah. Das mögen diese Leute, glaube ich, nicht. Und dann müssen wir denen eine Lektion. Nö. Ja, das sehe ich auch schon. Das sind bestimmt 7,2 mm. Oh ja. Damit hatte ich früher in meiner Heimat auch sehr viel zu tun. Ah, okay. Sie kennen, Sie sind ein Kenner. Das gefällt mir auch gut. Okay. Ich glaube, der Server Restart ist auf jeden Fall gleich. Abhauen von da, ja. Dachte mir so gut. Fliege ich mit dem Flugzeug in den Urlaub? Ja. Flugzeug abgestürzt und ja, bin jetzt hier gelandet. Ah, okay. Haben Sie dabei Familie verloren? Nee, das zum Glück nicht. Die sind da geblieben. Ich dachte mir so, ich mache einfach mal so ein bisschen Urlaub da als Auftragsmörder. Ist schon etwas kompliziert. Hört ihr den Sound, warte? Da muss man noch mal abhauen. Also. Ich sag schon mal tschüss, dann ist Server restart. Jo. Okay, ich mache auf jeden Fall den Stream auch aus. Auch wenn das, auch wenn der Dialog lustig gerade ist. Schön und interessant ist. Aber ich höre jetzt auch mal eben auf. Ich denke mal, dass ich morgen auf jeden Fall. Dass ich morgen auf jeden Fall weitermache. Standing by. Ja. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Aber wie gesagt, wenn du Lust hast zu zocken, dann komm einfach auf den Server drauf und so. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ah, jetzt muss ich auch noch. Jetzt muss ich eben noch. Waren die freundlich, ne? Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall vom Server runter und dann. Ne, hau rein. Deshalb, hier. Sitzung eh geschlossen. Okay, cool. Ja, wenn nicht, kannst mich ja auch auf Steam adden. Ich glaube, du siehst mich das ja. Wenn du Lust hast. Wie heiße ich eigentlich bei Steam? Wie heiße ich? Keine Ahnung. Ja, die waren freundlich, ne? Und dann... Ich mache jetzt den Stream erstmal aus und ich denke mal, dass ich die Tage wieder was mache. Und dann kannst du ja einfach drauf joinen. Das ist ja dann kein Problem. Da bin ich dann offen. Vielleicht redet man dann ja auch miteinander, ne? Und dann bis denn. Tschüss.